Habt ihr es mitbekommen? Endlich wieder Internetgericht. Der Angeklagte diesmal Till Lindemann von Rammstein. Und das ist schön, das Internet muss ab und zu Barbara Salisch spielen können, sonst verhungert es doch. Und damit herzlich willkommen zu Bosetti will reden. Ich muss heute mit ein bisschen Selbstkritik anfangen. Ich weiß, das macht man nicht in der Öffentlichkeit, also guckt mal kurz alle weg. Letzte Woche habe ich eine Folge über die Frage gemacht, was für Leute wir eigentlich im Bundestag sitzen haben wollen, was wir von ihnen erwarten sollen und dürfen. Anlass war ein Geschichtsquiz, in dem die Grünen-Abgeordnete Emilia Fester nicht wusste, dass Otto von Bismarck Reichskanzler war. Und bloß weil ich gesagt habe, dass ich es noch schlimmer finde, die Geschichte zu kennen und trotzdem in die AfD einzutreten, als die Geschichte nicht zu kennen, haben natürlich wieder ein paar Flummis geschrieben, ich linksgrün versiffte Systemtroller würde die Olle von den Grünen verteidigen. Es war mir relativ egal, denn es gibt einfach einen sehr engagierten Haufen hysterischer Empörungsbots, die irgendwas mit Diktatur brüllen, sobald ich auch nur Hallo sage, weil sie nicht verstehen, dass sie mich mit einem Gefühl tiefer Bedeutungslosigkeit strafen könnten, wenn sie es nur schaffen würden, mich zu ignorieren. Was die sagen, kümmert mich also in der Regel wenig, aber dann hat Emilia Fester mir eine Nachricht geschrieben und gesagt, dass sie sich über die Folge gefreut hat. Und jetzt denke ich, vielleicht haben die Hater ausnahmsweise einen Punkt, denn bei allem Drang zu Fairness und Ausgewogenheit, ich wollte gar nicht, dass Emilia Fester sich freut, zumindest nicht über diese Folge. Also okay, vielleicht freut sie sich auch einfach über sachliche Kritik, die ihr nicht sofort das politische Existenzrecht abspricht, aber da sie diese ganze Geschichte ohne Anflug von Selbstkritik durchgestanden hat, würde ich darauf nicht unbedingt wetten. Vielleicht habe ich es also wirklich nicht klar genug gesagt und möchte das hiermit nachholen. Frau Fester, bitte geben Sie sich mehr Mühe. Otto von Bismarck nicht zu kennen, ist okay, aber nicht als Bundestagsabgeordnete. Ich muss einfach urteilender sein, damit die Leute mich verstehen. Ich muss fair urteilender sein. Das macht man doch so. Gerade auch beim Thema dieser Folge. Denn jetzt haben wir ja mal wieder einen Fall, in dem es Vorwürfe gegen eine berühmte Person gibt. Till Lindemann, den Sänger von Rammstein. Offenbar gibt es bei Rammstein-Konzerten eine Row Zero. Darin stehen von Lindemanns Assistentin zuvor ausgewählte Frauen, die nach dem Konzert auf die Aftershow-Party dürfen. Eine Frau aus Irland erhebt nun den Vorwurf, als Frau der Row Zero in einer Konzertpause hinter die Bühne geführt worden zu sein, wo sie mit Lindemann Sex haben sollte. Und als sie nicht wollte, so schreibt sie, sei er aggressiv geworden. Außerdem sei sie am Morgen nach der Aftershow-Party mit blauen Flecken, Blutergüssen und lückenhafter Erinnerung aufgewacht, weshalb sie davon ausgehe, dass ihr nicht nur Alkohol verabreicht worden sei, sondern sie unter härtere Drogen gesetzt worden sein müsse. Und in den sozialen Medien tauchen immer mehr Frauen auf, die Ähnliches erzählen. Und was macht man da? Genau, verurteilen. Man sucht sich eine Seite aus und dann geht's los. Entweder hat man es schon immer gewusst, weil Lindemann ja auch Gedichte schreibt, die Vergewaltigungen verherrlichen und der auf der Bühne aussieht wie ein Mensch gewordenes Phallus-Symbol. Oder die unbekannte Frau will bestimmt nur Aufmerksamkeit und hasst Männer und ist eine ungefickte, hässliche Schabracke oder wie auch immer man dieser Tage Frauen nennt, die es wagen, Männern wieder Worte zu geben. Ich könnte jetzt 10 Minuten lang über diesen Mechanismus reden. Darüber, dass Leute sich immer, wenn es solche Fälle gibt, entweder im Beißreflex oder der Vorverurteilung verlieren. Darüber, dass wir ja eigentlich noch gar nichts wissen. Darüber, dass ungeachtet des speziellen Falls es das gesellschaftlich weitaus größere Problem ist, dass betroffenen Frauen nicht geglaubt wird, als dass es Falschbeschuldigungen gibt. Und darüber, wie absolut unaushaltbar es für viele Menschen zu sein scheint, einer Situation zu begegnen, ohne sie sofort zu bewerten. Das Ding ist nur, das habe ich alles schon mal gesagt, in einer Folge vor 1,5 Jahren. Damals ging es um Antisemitismus und die möglicherweise erfundenen Vorwürfe des Sängers Gil Oferim gegen einen Hotelmitarbeiter und es ging um die Anschuldigungen gegen Luke Mockridge. Und in dieser Folge habe ich eine Sache gesagt, die ich, wo wir gerade bei Selbstkritik sind, nicht zu Ende gedacht habe. Ich habe gesagt, dass Empörung, wenn sie nicht gerade Hotels niederreißt, eine große und gute Kraft sein kann. Und das stimmt grundsätzlich. Öffentliche Empörung im Rücken zu haben, kann Betroffene stärken, kann dazu führen, dass ein Fall überhaupt ernst genug genommen wird, damit rechtlich etwas passiert, kann Betroffenen anderer Taten sowie der Gesamtgesellschaft zeigen, dass Täter und Täterinnen geächtet werden. Empörung ist gut und Empörung ist wichtig, weil die Alternative viel zu oft ein schulterzuckendes ist halt so ist. In diesem Fall ist das ist halt so ein, was hast du denn erwartet, wie es im Backstage von Stars zugeht? Als sei das Machtgefälle zwischen Star und Fan keine Sache, der man sich durchaus mal kritisch widmen könnte. Als sei nicht schon die Grundidee, weibliche Fans für die Aftershow-Party zu casten, damit ein Sänger
länger was zu ficken hat. Irgendwie eklig. Außerdem, was ist denn das für eine Scheißparty? Ein Konzert vor Fans zu geben? Klar, das ist cool. Du kannst deine Kunst feiern mit Leuten, die deine Kunst feiern. Das ist großartig. Aber eine Party voller Fans, die dich anhimmeln? Damit nimmst du dir ja selbst die Möglichkeit, an dem Abend auch nur eine Begegnung auf Augenhöhe zu haben. Also ja, klar, dein fragiles Ego braucht vielleicht dieses irrationale Gefühl von Macht, aber wie langweilig muss so ein Leben sein? Aber gut, Empörung. Der Gedanke, dass sie wichtig sein kann, ist nicht falsch. Aber er lässt außer Acht, wie empörend es ist, dass es Empörung braucht. Wenn wir ein Rechtssystem und eine Gesellschaft hätten, die Sexualdelikte ernst nehmen würden, die Betroffene ernst nehmen würden, die Frauen ernst nehmen würden, dann hätte die Öffentlichkeit überhaupt erst den Luxus, bei Bekanntwerden solcher Vorwürfe zu sagen, oh, okay, dann warten wir mal ab, was die Polizei herausfindet und was für ein Urteil die Justiz fällt und dann bilden wir uns eine Meinung. Solange das nicht passiert, tobt der Kampf um die Schuldfrage in der Öffentlichkeit, wo er nicht hingehört. Die Öffentlichkeit kann nicht ermitteln. Sie kann sich nur gegenseitig an den Kopf werfen, dass die Unschuldsvermutung wohl gar nichts mehr wert ist. Wahlweise für den Beschuldigten oder für diejenigen, die beschuldigt werden, ihre Beschuldigungen erfunden zu haben. Die Öffentlichkeit kann nicht entscheiden, ob bei Aftershow-Partys von Rammstein Frauen unter Drogen gesetzt und misshandelt werden. Sie will das sehr dringend, was ich verstehe, weil vor allem Fans wissen wollen, wie sie in Zukunft zur Band stehen sollen. Aber das Dilemma löst sich nicht dadurch auf, dass eine Seite brüllt, glaubt endlich den Betroffenen und die andere Seite brüllt, ich war auch mal auf so einer Party und mir ist nichts passiert. Das Dilemma löst sich nicht auf, egal was man brüllt. Und deshalb gehört die Schuldfrage nicht in die Öffentlichkeit. Was in die Öffentlichkeit gehört, ist eine Debatte über Prävention, über Schutz vor Gewalt und über Machtstrukturen. Es kann doch nicht sein, dass die öffentliche Debatte jedes Mal, wenn so ein Vorwurf bei einer bekannten Persönlichkeit im Raum steht, nur bei der Frage Arschloch oder nicht stehen bleibt. Mir ist egal, ob Till Schweiger ein Arschloch ist, aber gegen Machtmissbrauch in der Filmbranche muss etwas getan werden. Mir ist egal, ob Gil Ofarim ein Arschloch ist, denn Antisemitismus muss so oder so bekämpft werden. Und mir ist auch egal, ob Till Lindemann ein Arschloch ist. Aber wenn es ein existierendes Problem ist, dass berühmte Bands die Zuneigung und das Vertrauen ihrer Fans ausnutzen und ihnen schaden, dann müssen wir darüber reden, wie diese Fans in Zukunft geschützt werden können. Ich will also wirklich nicht über die Schuldfrage spekulieren. Ich will mich zum Abschluss nur einer der wenigen Sachen in der Rammstein-Geschichte widmen, die zu 100% gesichert sind, der ersten Reaktion der Band. Die hat nämlich auf Twitter geschrieben, zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich was behauptet wird in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt. Und ich finde dieses Statement, naja, sagen wir so mittel. Ich hätte einen Vorschlag, was man stattdessen hätte schreiben können. Es ist nur ein Vorschlag, eine Empfehlung. Kein Befehl und kein Verbot. Es gibt ja Leute, die da manchmal durcheinander kommen. Nur für den Fall, dass Markus Söder zuguckt. Hier mein Vorschlag für ein Statement von Rammstein. Liebe Fans, wir wissen, dass ihr nicht nur unsere Musik mögt, sondern auch uns. Die meisten von euch kennen uns nicht persönlich und trotzdem vertraut ihr uns mehr, als ihr Fremden vertrauen würdet. Wenn wir euch also auf eine Party einladen, haben wir eine Verantwortung dafür, dass es euch gut geht. Die Vorwürfe, dass wir diese Verantwortung missbraucht haben sollen, erschüttern uns, weshalb wir alles dafür tun werden, den Sachverhalt aufzuklären. Wir werden mit den Behörden kooperieren, wir sichern allen Betroffenen unsere Unterstützung zu und wir fordern von all unseren nicht betroffenen Fans persönliche Angriffe, auch verbal, auf die Klägerinnen zu unterlassen. Unabhängig davon, was die Ermittlungen ergeben, möchten wir darauf hinweisen, dass sexualisierte Gewalt ein untolerierbares Verbrechen ist und dass wir als Gesellschaft daran arbeiten müssen, ein Klima zu schaffen, in dem Betroffene ernst genommen werden, in dem sie keine Angst haben müssen, in dem ihnen geholfen wird und Täter verurteilt werden. Sollten die Ermittlungen ergeben, dass wir oder eines unserer Mitglieder schuldig sind, werden wir alle angemessenen Konsequenzen akzeptieren. Sollten die Ermittlungen ergeben, dass die Vorwürfe haltlos sind, werden wir trotzdem Strukturen schaffen, in denen ihr euch bei unseren Konzerten und Partys sicher fühlen könnt. Und selbst dann möchten wir euch und uns daran erinnern, dass die große Menge ungeahndeter Verbrechen sexualisierter Gewalt ein viel fundamentaleres Problem ist als die sehr geringe Menge von Falschbeschuldigungen. Ich glaube, das war länger als jeder eurer Liedtexte. Aber es ist auch nur eine Idee, Rammstein. Es ist nur eine Idee. Das war Bosetti will reden für diese Woche. Letzte Woche ging es ja um Emilia Vester und die Frage, ob sie als Bundestagsabgeordnete Otto von Bismarck kennen müsste. Frank Müller 8300 schreibt dazu, für 15.000 pro Monat kann man schon etwas fordern.
Ich glaube, der Betrag stimmt nicht. Aber ich finde das Geld auch gar nicht das Entscheidende. Ich finde, man kann vor allem wegen der verantwortungsvollen Machtposition, die sie in dieser Demokratie bekleidet, einiges fordern. Braungebrannter Yuppie 5562 schreibt, diese Bosetti lebt doch geistig in Disneyland. Ja, aber nur geistig. In Wirklichkeit lebe ich in einem riesigen rosa Barbie-Haus. Putins Gag-Schreiber 8036 schreibt, mich erwähnst du nie, ich habe dir schon so viel Böses geschrieben, wieso bist du immer noch nicht sauer auf mich? Ich wäre wirklich wahnsinnig gerne sauer auf dich, aber du musst dir mehr Mühe geben. Chris VV4ZE schreibt, wer South Park zitiert hat recht, der andere Kram klang auch irgendwie einleuchtend. Endlich mal jemand, den ich mit guten Argumenten überzeugt habe. Und die letzte Folge hatte am Anfang einen Bezug zur Anstalt, in der ich letzte Woche war. Also der ZDF-Sendung, nicht der Anstalt. Und darin waren alle außer mir als Superhelden verkleidet. Bonsai Zone schreibt dazu, da habe ich mich gefragt, welche Superheldin Frau Bosetti darstellen könnte und dann kommt sie ohne Kostüm. Ich war auch enttäuscht, dass ich kein Kostüm bekommen habe, aber ich kann mir das nur so erklären, dass ich die Einzige bin, die sich nicht verkleiden muss, um Superheldin zu sein. Naja, das war's für heute. Wir sehen und hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dann.